Ja, hallihallo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Geheimakte Tunguska. Wir haben uns in einen Moskauer Bahnhof geschlichen. Wir sind durch die Kanalisation gekrochen, um schlussendlich festzustellen, dass Großmeister Putin über alle hier wacht. Das ist einfach nur sehr herzerwärmend, wenn ich das hier so sehen darf. Und ja, wir wollen jetzt versuchen, uns auch irgendwie in den Zug zu schmuggeln. Dazu schauen wir uns hier nochmal weiter um. Wir haben in der letzten Folge auch die Wache hier außer Gefecht gesetzt, mehr oder weniger. Wir haben sie zumindest abtransportieren lassen, weil sie hier geraucht hat, in Anführungsstrichen. Die Nina hat dafür gesorgt, dass sie geraucht hat. Wir gehen über Leichen, aber das stört uns nicht weiter. So, hier sehen wir auch gleich einen stolzen russischen Soldaten auf dem Poster. Ich glaube, diese durchgestrichenen Zigaretten sollen irgendwas bedeuten. Wenn ich nur wüsste, was. Ja, stell dich mal nicht blöd, Nina. Damit wird, glaube ich, Tee zubereitet. Aha, ein Sama, nee, ein Samovar kenne ich Mir nicht. ist jetzt eher nach Wodka. Wodka, vielleicht ist da Wodka drin. Glaube ich nicht. Der scheint kaputt zu sein. Wenn ich mir den Inhalt so anschaue, ist das aber auch kein Verlust. Ja, das ist hier ja alles echt mächtig brüchig. Das kann ich durch die Tür eigentlich? Ich weiß gar nicht. Ich geh mal. Wenn ich da jetzt einfach so reinspaziere, wird die Suche nach meinem Vater wohl ein jähes Ende finden. Okay. Aha. Ach, guck mal an, eine Uniform und ein wunderschöner Mann. Eher nicht. Ein knackiges Kerlchen. Nee. Bestimmt Fotomodell. Ob die Soldatin mit all den Typen hier was hat? Höchstwahrscheinlich ein kleines Flittchen, wa? Etwas klein, das Foto. Scheint aber richtig schnuckelig zu sein. Und er ist wohl beim Militär. Gleich und gleich gesellt sich gern. Hier sind noch mehr schnuggelige Männer. So wie der aussieht, ist er bestimmt nicht mehr zu haben und längst verheiratet. Aber das scheint die Besitzerin des Spinds nicht zu stören. Ein Kerl, der so gut aussieht, ist bestimmt Fan vom falschen Fußballverein. Naja, wir haben ja alle unsere Fehler. Fußball. Weißt du, wenn weniger Leute Fußballfans wären und sich nicht jedes Mal darüber streiten würden, welcher Verein denn besser wäre, es würde weniger Streit auf dieser Welt geben, es ist so. Funkgerät nehmen wir mal mit. Oh, ein wichtiger Umschlag. Was ist denn da drin? Classified Information. Da scheint ein Einsatzbefehl drin zu sein. Offensichtlich gilt für die gesamte Zugfahrt höchste Alarmstufe. Es wird mit dem Einsatz feindlicher terroristischer Elemente gerechnet. Deshalb schreibt der Einsatzbefehl sofortige Meldung aller Unregelmäßigkeiten vor. Offensichtlich bin ich nicht der einzige ungebetene Teilnehmer dieses Ausflugs. Gar nicht gut. Die Wachen werden jetzt bestimmt extrem aufmerksam sein. Hier steht noch was von der Sonderbehandlung der speziellen Gäste. Ob das die Gefangenen sind? Vielleicht finde ich meinen Vater ja wirklich an Bord des Zuges. Ich sollte mich besser beeilen. Achtung, Achtung! Alle Passagiere und eingeteilten Wachen begeben sich bitte in den Zug oder verhalten sich entsprechend ihres Einsatzbefehls. Der Zug fährt in wenigen Minuten ab. Ja, ich beeil mich. So, was haben wir hier? Ich wollte gerade sagen, ist das ein Tanga? Nee, ist ein Strumpf. Na toll. Ja, lecker. Und Die Uniform. sollte ich gleich mal anprobieren. Wenn sie passt, falle ich wenigstens nicht sofort als Zivilist auf. Da bin ich ja mal gespannt. Wie sieht die Nina aus? Ja, die Umziehszene hätten sie ruhig mal zeigen dürfen, aber haben sie nicht. Ja, Schnicke. Die Nina als russische Soldatin, das kommt auf jeden Fall gut. Ein fünfstelliges Zahlenschloss. Das mit reinem Ausprobieren zu knacken, kann ich vergessen. Ja, das glaube ich auch. Wir würden dann wahrscheinlich Stunden und Jahre brauchen. So, habe ich sonst irgendwas übersehen? Im Spind sollte eigentlich alles abgeschlossen sein. Vielleicht etwas im Abfalleimer. Nichts Verwertbares drin. Schade, ich dachte, vielleicht gebrauchte Taschentücher kann man immer gebrauchen. So, ich habe auch eine Idee, wie ich wahrscheinlich den Schlüssel herausfischen kann, aber erstmal können wir jetzt in Uniform ja wahrscheinlich nicht dahin? Die beiden Gorillas da vor der Tür sehen nicht sonderlich sympathisch aus. Die Frage ist, lassen sie keinen aus dem Raum raus oder keinen hinein? In beiden Fällen könnte es interessant sein, da hineinzukommen. Wir können ja mal lieb fragen, die Männer in Schwarz, die Men in Black. Da ist bestimmt ein UFO abgestürzt und die bewachen das jetzt. Ist das Will Smith? Der sieht. Der, nee. Okay, dann nicht. Hallo? Sieh zu, dass du Land gewinnst. Ey. Was denn los? Hallo? Sieh zu, dass du Land gewinnst. Ey. Du bist ein ganz cooler, wa? Hallo? Wenn du nicht verschwindest, könnte es dir so ergehen wie dem Typen da drin. Und glaub mir, das willst du nicht. Also mach dich vom Acker. Finde ich ja auch schön, dass die hier alle Deutsch sprechen. Lupenreines, akzentfreies Deutsch. Aber so ist das halt, ne? Man hätte das jetzt schlecht machen können, dass die alle Russisch sprechen. Wobei unsere Nina ist ja auch eine Russin. Ich weiß gar nicht, ob die Russisch spricht, aber bestimmt. Der Raum wird von mehreren Kameras überwacht.
Dazu das strikte Rauchverbot. Was die hier wohl aufbewahren? Atomarer Sondermüll. Oder so. Ein Lastenkran für schwere Kisten. Und vermutlich auch militärisches Gerät. So, wie locken wir die beiden Burschen denn weg? Wir haben ja jetzt auch ein Funkgerät. Ein Funkgerät. Auf der Rückseite ist ein Aufkleber mit einer 15 drauf. Gut, das könnte noch nützlich werden. Das merken wir uns auf jeden Fall. So, den Zug können wir natürlich noch nicht rein. Der Zugführer ist ja nicht da. Dem müssen wir erst seinen Schlüssel wieder beschaffen. Und da ist auch wieder ein Soldat. Überall sind hier Soldaten. Hier ist bestimmt was Geheimes im Gange. Oh mein Gott. Hallo. Na, Genossin? Geht's auch mit nach Tunguska? Ja. Tja, was nimmt man nicht alles für ein paar Rubel am Ende des Monats in Kauf? Den Passierschein brauche ich noch. Mist, den habe ich wohl in der Umkleidekabine vergessen. Aber deswegen muss ich doch jetzt nicht nochmal extra zurück, oder? Doch, tut mir leid, Kameradin. Da kann ich leider nichts machen. Wenn's nach mir ginge, würde ich dich natürlich auch ohne alles reinlassen. Geht aber leider nicht nach mir. Die Jungs vom FSB reißen mir den Kopf ab, wenn das rauskommt. Na komm schon. Muss ja keiner rausfinden. Nee, das riskiere ich nicht. Hab Solotow schreien hören, armer Kerl. Solotow? Was ist mit dem? Wo ist der? Im Spielzimmer. Ich glaube, die haben den ganz schön durch die Mangel gedreht. Also beeil dich und hol den Schein. Ein paar Minuten hast du ja noch. Und wenn du schon dabei bist, schau doch mal, ob du den Zugführer findest. Der ist uns irgendwie abhanden gekommen. Hab ihn schon ein paar Mal ausrufen lassen, aber er kommt einfach nicht. Ich würde ihn ja auch selber suchen, aber ich darf hier leider nicht weg. Und beeil dich, wir sind eh schon spät dran. Im Spielzimmer, aha. Ja, der ist ein ganz schöner Korinthenkacker, der lässt mich ohne Passierschein 38a nicht rein. Das ist sehr bedauerlich. Da hinten sieht man, glaube ich, im Nebel den Kreml aufragen, wenn ich das richtig erkenne. Das ist ja wunderschön. Der Zugführer ist noch nicht da? Nein. Vielleicht solltest du ihn nochmal ausrufen lassen. Klar, auch wenn ich mir nicht viel davon verspreche. 17 ruft 48, bitte kommen. 4 48, was gibt's? Ruf doch mal unseren Freund den Zugführer aus. Der ist immer noch nicht da. Schon wieder? Ja, ich kann auch nichts dafür. Okay. Der Zugführer möge seinen fetten Hintern endlich mal zu seinem Arbeitsplatz bewegen. Und zwar schnell! Hoffen wir mal, dass es was bringt. Ja, ja. Weißt du, was die Agenten hier machen? Arbeiten, nehme ich mal an. Ach, was? Ach nein, was du nicht sagst. Wir machen hier doch alle nur unsere Arbeit. Und die meisten von denen sind auch ganz nett. Sind doch auch nur Menschen, wie du und ich. Wenn du meinst... Ich glaube, die Frage nach den FSB-Leuten kann ich mir in Zukunft sparen. Traut sich ja doch keiner, was halbwegs Interessantes zu sagen. Ja, FSB, eigentlich ist es ja das KGB. Wahrscheinlich wollten die das nicht verwenden. Vielleicht hatten sie Angst vor dem echten KGB. Deswegen haben sie da ein Pseudonym für verwendet. Und so nett erschienen sie mir eigentlich nicht. Das haben wir ja eben schon festgestellt. Und wenn sie ein Spielzimmer haben, glaube ich nicht, dass sie da mit Lego-Bausteinen spielen. Ich glaube eher, dass sie da irgendwelche Foltermethoden anwenden. Wirkt nicht sehr sympathisch auf mich. Sind schon alle an Bord? Ja, fast. Ein paar Jungs vom FSB fehlen noch. Aber ansonsten müssten alle da sein. Die Wissenschaftler auch schon alle? Klar, die wurden ja ganz zu Anfang schon in den Zug gebracht. Warst du da noch nicht hier? Nein, anscheinend nicht. Gab's Probleme? Nö, eigentlich nicht. Aber einige waren auch so gut verpackt, dass ihre Möglichkeiten zur Gegenwehr nicht sonderlich groß gewesen sein dürften. Oh, ja, ist ja auch gut so. Hat man die denn alle zusammen in ein Abteil gesteckt? Ich glaube nicht, weiß es aber nicht so genau. Kann dir ja auch egal sein. Ist ja nur für deinen Abschnitt zuständig und nicht für die ganze Bande. Ja, da bin ich auch echt froh drüber. Wenn die meinem Vater auch nur ein Haar krümmen. Hoffentlich komme ich auch ins richtige Abteil. Und wenn nicht, wie finde ich heraus, wo mein Vater ist? Und wie komme ich dahin? Naja, darüber kann ich mir Gedanken machen, sobald ich an Bord bin. Sag mal, weißt du eigentlich, warum der Zug so schwer bewacht wird? Das weißt du doch. Haben sie uns doch lang und breit erklärt. Auch wenn ich nicht alles so wirklich glauben kann. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass die gefangenen Wissenschaftler alle für den Feind spioniert haben. Aber was soll's, geht mich nichts an. Was ist denn deine Vermutung? Keine Ahnung. Finde es nur seltsam, dass die jetzt in so eine Forschungsstation gebracht werden sollen. Aber vielleicht sollen sie dort ja auch gar nicht forschen. Sondern? Wer weiß, was man da mit ihnen macht. Aber lass uns das Thema wechseln. Ich will da lieber gar nicht dran denken. Nein, ich auch lieber nicht. Besser ist das. Auch er befolgt strikt seine Befehle. Bloß nicht zu viele Fragen stellen. Ich werde mich dann mal auf die Suche machen. Viel Glück. Ja, ich hoffe wirklich, die krümmen unserem Vater kein Haar, aber ich glaube nicht. Die werden ihn ja schon einigermaßen rühmlich behandeln. Ich meine, die wollen ja auch was von ihm. Und wenn man jemanden die ganze Zeit auspeitscht, dann bringt das auch nichts. Zuckerbrot und Peitsche, die gute Mischung wäre dann wahrscheinlich der richtige Weg. Die nehmen Panzer mit auf eine Forschungsreise? Auf was habe ich mich da bloß eingelassen?
Ja, so ein Panzer ist halt, ne? Da ist ein Friedenspanzer, Nina. Ein Friedenspanzer. So, was machen wir jetzt? Das haben wir ja die Möglichkeit. Ein Funkgerät. Nee, haben wir nicht. Wie kann ich eigentlich selber das Funkgerät benutzen, wenn ich es jetzt benutzen wollen würde? Mach ich dann, ach so. Wenn ich mich schon als Funker versuchen will, dann muss das ja nicht jeder mitkriegen. Hier könnte mir das eine Menge Ärger einbringen. Warte mal, dann machen wir das mal hier. Hier sind wir ungestört. Dann wollen wir mal. Hier ist Nummer... 15. 15. Ich rufe Nummer... Ja, keine Ahnung. 48. Bitte kommen. Hier Zentrale, was gibt's? Ja. Tja, was will ich eigentlich genau? Könnte helfen, wenn ich mir mal darüber Gedanken mache. Das müsste ich mir eventuell nochmal machen. So, jetzt versuchen wir erstmal den Zugführer zu retten. So, und zwar, wenn wir jetzt, glaube ich, wieder in die Kanalisation gehen, können wir den Schlüssel dort drin schwimmen sehen. Der ist nämlich schön durch die Rohre gekrochen. Da ist ein kleiner Schlüssel drin. Ein Sieb am unteren Abflussrohr verhindert, dass der Schlüssel weggespült wird. Das Sieb soll wohl den Dreck aus dem Rohrsystem raushalten. So, wir können ja mal Flusch und weg machen. Und zwar müsste hier dann der ganze Unrat landen. Wo ist denn jetzt das Rohr, was ich suche? Ne, hier ist es doch da. Da ist das Rohr. Da müsste denn der ganze Scheiß rauskommen. Wir wollen das natürlich aufhalten. Deswegen tun wir da mal den Strumpf drüber. Das sieht jetzt aus wie ein überdimensionales Kondom, muss man ja mal ehrlich so sagen. Und dann kann ich das, glaube ich, noch befestigen. So. Jetzt haben wir ein Suspensorium gebaut. Dort sollte jetzt sämtlicher Unrat aufgehalten werden. Dann können wir uns endlich mal das Gesicht waschen. Aber vorerst drehen wir mal schön am Rad. Wenn ich das Ventil aufdrehe, müsste das Abwasser durch dieses Rohr fließen. Wenn denn Wasser fließen würde. Und solange keins fließt, brauche ich auch nicht unnötig am Rad zu drehen. Es fließt kein Wasser. Wie sorge ich dafür, dass Wasser fließt? Wasserhahn aufdrehen. Nach dem Besuch der Kanalisation ist mir eher... Ja, du sollst den Scheiß ja auch nur aufdrehen, du Nasenbär. Oder muss ich ihm das sagen? Mach mal Wasser an. Was macht der Magen? Das hören Sie doch. Ja, in der Tat. Und riechen leider auch. Bäh. Haben Sie Ihren Schlüssel schon wiedergefunden? Nein. Und ja, ohne ja. Wenn ich zu... Das hilft, Sie kommen... Klar. Das hilft gerade nichts. Dafür habe ich aber jetzt ja auch hier... Pass mal auf. So einen wunderschönen Gartenschlauch. Und den stopfe ich jetzt einfach da rein. In die Pissrinne. Und dann lasse ich das laufen. Und dann müsste da ja Wasser fließen. Wassermarsch. Ahoi. So, jetzt hören wir das schon schön rauschen. Und jetzt sollte das eigentlich auch durchflutschen. Hoffentlich ist der Strumpf ein Markenprodukt. Sonst war die ganze Mühe umsonst. So, das sollte reichen. Klar, der ist von Gucci. Die russische Soldatin hatte Stil. So, lecker. Da wühlen wir gerne drin rum. Bah. Der Schlüssel zappelt im Netz. Den Rest, der da auch drin zappelt, ignoriere ich jetzt einfach mal. Besser ist das. So, soll ich dem jetzt den einfach geben oder wie machen wir das? Ich kann mich ja auch als Zugführer anbieten. Ich meine, warum nicht? Ich habe hier Ihren Schlüssel. Ist zwar noch so einiges anderes mit in dem Strumpf, aber rausholen müssen Sie ihn schon alleine. Sie sind ein Schatz. Nein, wirklich, Sie haben mir echt den Hintern gerettet. Geben Sie mir noch 2 Minuten, dann bin ich hier fertig und wir können endlich los. Und meine Belohnung? Belohnung? Sie haben mir den Hintern gerettet. Reicht Ihnen denn nicht dieses Gefühl, etwas Gutes getan zu haben? Nö. Ja, doch, klar, natürlich. Das reicht mir nicht. So, jetzt haben wir das Problem schon mal gelöst. Jetzt fehlen noch ganz viele andere Probleme, die ich noch nicht gelöst habe. Unter anderem, wie locken wir die beiden FSB-Leute da weg? Und wie kommen wir überhaupt in den Zug rein? Weil wir brauchen ja noch unseren Passierschein. Hier haben wir noch Schilder und eine Kamera. Der Raum wird von mehreren Kameras überwacht. Na, das hatte ich ja alles schon. So, in den Raum darf ich nicht. Die beiden sehen extrem ungemütlich aus. Kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand an denen vorbeikommen könnte. Vielleicht kann Emma ja nochmal helfen. Hi. Hallo. Hi. Denk dran. Ja, ja. Der Zugführer ist noch nicht da? Nein. Vielleicht solltest du ihn noch... Klar. Oh, das hatten wir doch schon. 17 ruft 48. Ruf doch mal unseren Freund... Schon wieder. Ja. Okay. Der Zugführer möge... Hoffen wir mal, dass es... Das hatten wir schon. Viel Glück. Er ist die 17. Warte, wenn er die 17 ist, kann ich ja mal versuchen, die 17 zu rufen. Warte mal, das probieren wir direkt mal aus. Dann wollen wir mal. Hier ist Nummer... Ich bin 15. 15. Ich rufe Nummer... Ich kann Nummer 17 gar nicht auswählen, aber ich kann ja mal andere Nummern ausprobieren. 31. Bitte kommen. Hm, antwortet keiner. Ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich was bringt, wenn ich... Hier ist... 5, ich...
Oder muss ich mich als Zentrale ausgeben? Drei und bitte komm. Warte, ich muss mich vielleicht als Zentrale ausgeben. Hier ist... Das war ja... Nee, kann ich gar nicht. Schade. Fünf, ich ruf. Acht, bitte komm. Nee, das bringt alles überhaupt nichts. Dann bin ich jetzt auch erstmal überfragt, aber die Aufnahme ist gleich eh zu Ende. Ich will die nicht mehr so lang gestalten. Ich sollte mich besser wieder umziehen. Die Wache am Seiteneingang könnte sich sonst sehr wundern, mich plötzlich in Uniform zu sehen. Ach, das fällt dem Yoshi noch gar nicht auf. Er hat keine Augen für dich, Nina. Für ihn bist du ein Nichts. Keine interessante Frau. Huhu, ich bin's wieder. Hi. Hi. Kann ich Sie noch was fragen? Klar, jederzeit. Mir ist sowieso langweilig. Die beiden Männer, mit denen Sie hergekommen sind... Psst, über die redet man besser nur hinter vorgehaltener Hand. Oder noch besser, gar nicht. Oh, okay. Die sind vom Geheimdienst, oder? Können Sie schweigen? Ja, klar. Gut, ich auch. Okay, hab's kapiert. Aber Sie können mir doch zumindest sagen, wie die beiden heißen, oder? Wenn Sie mich dann mit dem Thema in Ruhe lassen? Versprochen. Gut. Fetisov und Radenko. Mhm. Und wer ist wer? Ich habe mein Versprechen gehalten und lassen Sie mich damit in Ruhe. Wenn Ihnen Ihre Gesundheit egal sein sollte, meine ist mir wichtig. Ach, als ob dir deine Gesundheit wichtig ist, wenn du wie ein Schornstein qualmst. Vielen Dank für die Informationen. Gern geschehen. Bis bald. Ja, haust du rein. So, jetzt haben wir schon mal Namen, das ist ja super. Da scheint ein Offensicht. Es wird offensichtlich. Hier steht, ich sollte mich... Das hilft mir erstmal noch nicht weiter. Ein Funkgerät. Ja, ich bin Nummer 15. Das weiß ich schon. Nummer 10 lebt. Na gut, dann ist der Part trotzdem an dieser Stelle erstmal zu Ende. Wir wissen jetzt schon mal die Namen von den beiden FSB-Typen. Ich weiß nicht, damit kann ich bestimmt irgendwas Interessantes anfangen. Bis zum nächsten Mal, euer Arkus. Auf Wiedersehen. Tschüssi, Koski.